Willkommen auf dem Kanal Planet Coaster Gaming. Heute rede ich mal über mein Freizeitpark und Achterbahnjahr 2019, darüber, was mich erwartet, aber halt auch ein bisschen, was euch erwartet, weil ich werde auf jeden Fall darüber, über die ganzen Parks-Impressionsvideos hochladen und auch Vlogs und also Parks und Kürbisse? Weiß ich nicht. Aber fangen wir direkt an. Also jetzt im Frühling, Ende April, geht es erstmal in den Hansa-Park. Dort war ich zwar schon mal, aber da war ich noch, das ist schon ziemlich lange her. Das heißt, ich werde das erste Mal Fluch von Novgorod fahren und Kernan. Das heißt, das werden für mich erstmal so zwei Neuheiten. Dann geht es ins Phantasialand im Frühling oder in den Osterferien. Und da nutze ich dann die einmal zahlen, zweimal Spaßaktion. Fahre dann im Sommer wahrscheinlich nochmal, so mache ich das immer. Ja, und dann geht es kurz oder Anfang vom Sommer, vor den Sommerferien, fahre ich ins Walibi Holland und werde dann Untamed ausprobieren, 4 Tage nach der Eröffnung, so am 4. bis 5.7. fahre ich hin und da gibt es auf jeden Fall auch ein Impressionsvideo und einen Vlog. Dann im Sommer dann wahrscheinlich nochmal ins Phantasialand. Ja, das ist halt so mein Homepark und da komme ich halt relativ schnell hin und auch wegen der 2-für-1 Aktion. Dann vielleicht im Sommer nochmal in den Moviepark, das weiß ich noch nicht. Und dann Anfang vom Herbst ist dann Pützchens Markt bei uns, da gehe ich auch jedes Jahr hin, da wohne ich unmittelbar daneben. Dann im Herbst geht es auf jeden Fall in den Moviepark zum Halloween Horror Festival. Da freue ich mich auf jeden Fall jetzt auch schon drauf. Und dann im Winter auf jeden Fall nochmal oder vielleicht mehrmals sogar in den Wintertraum vom Phantasialand. Also das kann ich auch eigentlich jedem nur empfehlen. Das ist echt fast wie ein anderer Park und lohnt sich echt auch. Vor allem wenn ihr in der Woche fahrt, bezahlt ihr dann nur 20 Euro ab 16 Uhr. Und ihr schafft echt alles, da in der Woche da fast nichts los ist. Aber vielleicht muss ich mir über das Geld auch gar keine Gedanken machen, weil vielleicht kaufe ich mir auch noch eine Jahreskarte fürs Phantasialand dieses Jahr. Da bin ich mir auch echt noch nicht sicher. Das kommt darauf an, ob Fly dieses Jahr eröffnet. Da würde ich mir dann auf jeden Fall eine Jahreskarte kaufen. Dann hätte ich das natürlich, wann ich ins Phantasialand fahre, erledigt, weil dann würde ich sehr, sehr oft ins Phantasialand fahren. Dann würde es auf jeden Fall auch genug Material für Videos geben. Und dann würde ich auf jeden Fall auch noch, wenn ich mir die Jahreskarte kaufen würde, noch ins Efteling nochmal fahren. Da würde ich dann das erste Mal Symbolika fahren, weil als ich da war, gab es die Bahn noch nicht. Und dann würde ich damit auf jeden Fall auch nochmal in den EP, dann den Concord Coaster testen. Den bin ich nämlich auch noch nicht gefahren. Ich war Anfang letzten Jahres da, aber das würde ich dann auch echt nur machen, wenn ich die Jahreskarte bekommen würde. Ja, das ist so mein Freizeitpark und Achterbahnjahr 2019. Meine Highlights sind auf jeden Fall Kernan, Fluch von Novgorod im Hansa-Park, dann noch Untamed im Walibi und dann vielleicht natürlich Fly im Phantasialand. Und auf jeden Fall das Halloween Horror Festival im Moviepark. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es gibt euch so einen kleinen Einblick, so was es für Videos dieses Jahr gibt. Und dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.